Heute will ich euch erklären, wie man die Sitze im Auto optimal lüften kann. Häufig, wenn man lange im Auto hockt und etwa noch die ganze Familie Zwiebelkuchen zum Morgen gehabt hat, kann es passieren, dass gewisse gasförmige Stoffe ihren Weg in die Freiheit suchen. Kurz gesagt, es wird gefurzt im Karren, dass es keine Gattung hat. Das wäre eigentlich nichts Schlimmes. Das machen ja die Kühe auch den ganzen Tag und trotzdem saufen wir ihre Milch. Das Verheerende im Auto ist aber, dass sich die Gase im Sitzpolster festsetzen und dort über Stunden nachwirken können. Das Problem wird von der Autoindustrie seit Jahrhunderten konsequent ignoriert, obwohl allgemein bekannt ist, dass die aggressiven Furzgase in den Augen brennen und im schlimmsten Fall Lungenschäden verursachen können. Man redet hier von der sogenannten Furzerlunge. Die Kosten für das Gesundheitswesen sind da enorm. Aber wie immer, wenn sonst niemand schaut, dann schaut Aschi. Wir bauen einen Furzabzug ein. Wie machen wir das? Zuerst schneiden wir bei allen Sitzen in der Sitzfläche etwa 13 cm grosse Löcher in Schaumstoff. Dort rein montieren wir flexible kupfergehärtete Stahlrohre. Die Rohre verlegen wir dann bis hinten in den Kofferraum und bridlen sie zusammen. Jetzt braucht es natürlich noch ein Abzugsmotörchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In unserer Garage verbauen wir hauptsächlich alte Heugebläse, weil die eine sehr gute Saugleistung haben. Man kann aber auch Dampfabzüge, Staubsaugermotoren oder Tauchpumpen brauchen. Die abgesogenen Darmgas werden am besten in den Brennraum vom Motor geleitet. So hat die mehr Leistung und eine saubere Verbrennung. Wenn ihr sie aber einfach in die Umwelt ableitet, kann es sein, dass ihr aus abgasgesetzlichen Gründen den sogenannten Furzpartikelfilter montieren müsst.